Es gibt einen neuen Namen in der Popmusik und den werden Sie sich merken müssen. Ruth B. Ja, das ist eine Frau, die mag gerne Märchen, ist verträumt und hat vor allem eine Vorliebe für Harry Potter und Peter Pan. Und das merkt man auch in ihrer Musik. Genau, Lost Boy heißt ihr Song, den sie ins Internet gestellt hat. Und damit begann eine wirklich beispiellose Karriere. I am a lost boy from Neverland, usually hanging out with Peter Pan. Ihre Ballade vom Lost Boy hat viele berührt. Ruth B., eine junge Sängerin aus Kanada, hat diesen melancholischen Song komponiert und steht auf einmal mitten im Rampenlicht. Vom Keyboard zu Hause nach New York ins Studio. Ruth B. schreibt Geschichten und Musik. Und auf einmal passt beides so schön zusammen. I can feel you on my lips all the time and this ain't right, the superficial love. Ruth B., heute Morgen bei uns im ARD-Morgen-Magazin. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Ruth, du bist nur 2 Tage jetzt unterwegs in Deutschland, dann geht es schon direkt wieder weiter. Ist das ein Leben oder eine Form, sich jetzt hier zu präsentieren, wie du es dir immer gewünscht hast? Ja, tatsächlich wollte ich schon immer gerne mal nach Deutschland kommen. Und es ist für mich wirklich sehr spannend, jetzt hier zu sein, auch wenn ich nicht viel Zeit habe und noch nicht viel gesehen habe, außer aus dem Autofenster. Warum gerne mal nach Deutschland? Ja, das ist einfach ein Ort mit einer solch reichen Geschichte und Kultur. Ich habe das früher in der Schule gelernt und das wollte ich mir schon immer gerne mal live anschauen. Jetzt hast du ganz plötzlich eigentlich über Nacht Karriere gemacht mit einem Lied, das du ins Internet gestellt hast. Ab welchem Moment hast du gewusst, jetzt bin ich ein Popstar? Das war wirklich total verrückt für mich zu sehen, wie diese Videos, die ich online gestellt habe, so viel Aufmerksamkeit erregt haben. Ich glaube, ich habe das verstanden, als ich die YouTube-Kommentare gelesen habe und die ganze Anerkennung für meine Musik erfahren habe. Das war der Moment, als ich das verstanden habe. Die ganze Anerkennung, das sind ja wahrscheinlich auch Fans von dir, die verstehen, was du so zum Ausdruck bringen willst. Diese Märchenwelt, auch diese Vorliebe für diese Typen wie Peter Pan oder auch Harry Potter. Was geben die dir für ein Feedback? Was finden die toll an dir? Ja, ich kriege sehr viel positives Feedback. Ich glaube, die Menschen mögen meine Ehrlichkeit und die Tatsache, dass ich mich in andere Charaktere hereinversetzen kann, dass ich eine Personalität rüberbringen kann. Peter Pan zum Beispiel, das ist ein Lied über Märchen, aber es geht auch darum, einsam zu sein und sein Ziel im Leben zu finden. Ich glaube, das mögen die Menschen. Ist es diese Einsamkeit etwas, was du auch selber erlebt hast? Also sind das eigene Erfahrungen, die du da beschreibst? Nun, ich glaube, jeder hat irgendwann im Leben schon mal Einsamkeit erlebt und sich Freundschaft gewünscht. Das ist ein universelles Gefühl. Ich habe das erlebt und ich glaube, die meisten Menschen, die meine Songs hören, kennen das auch und die können sich damit darin wiederfinden. Du wirst auch auf Tour gehen, bist auf Bühnen unterwegs. Ist das etwas, was du magst? Ja, das fängt wirklich an, mir großen Spaß zu machen. Zunächst hat es mich erst eingeschüchtert, ich war sehr nervös, aber wenn man sich daran gewöhnt, macht es großen Spaß. Weil du auch eigentlich eher so ein, also ich, zum Beispiel diesen Song hast du ja alleine zu Hause am Keyboard geschrieben. Bist du eigentlich jemand, der sich auch gerne mal so zurückzieht und gar nicht diese große Bühne braucht? Also wenn ich schreibe, dann bin ich in der Tat gerne allein. Also wenn ich Musik schreibe, das ist das für mich wie Tagebuch schreiben. Das ist sehr ehrlich und persönlich und da merke ich dann auch gerne allein sein. Aber ich stehe auch sehr gerne auf der Bühne. Jetzt haben wir gehört von dir, dass es ein Hobby gibt, nämlich in Buchläden rumzustöbern. Was genau suchst du da und hast du überhaupt Zeit, jetzt zum Beispiel bei deinen 2 Tagen in Deutschland mal im Buchladen zu landen? Heutzutage habe ich tatsächlich nicht viel Zeit, aber das stimmt. Ich gehe sehr gerne in Buchläden, besonders zu Hause in Kanada. Samstags kann ich da mal 6-7 Stunden durch Bücher stöbern. Aber ich weiß nicht, ob ich in Deutschland die Zeit dafür finde. Wenn ja, dann freue ich mich natürlich. Es gibt tolle Buchläden in Deutschland, absolut, wo man auch die Bücher fast schon durchlesen kann. Aber in 2 Tagen wirklich ein Ritt. Ruth B., heute Morgen bei uns zu Gast. Lost Boy werden wir gleich live hören, eine wunderschöne Ballade. Danke für den Besuch. Thank you so much. Thank you for having me. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.